Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge Train Life, a Railway Simulator. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Ihr seht schon, ich habe mir die nächsten Waggons geschnappt. Na, der ist aber auch... ich glaube, da war ein Fehler in der Matrix bei dem eben. Aber okay, ich habe mir hier die nächsten Waggons geschnappt. Wir sind hier an der Eisenerzmine oder an der Eisenmine in Hamburg. Ich bin von der Kornmühle einmal hier rüber gefahren, habe mir 6 Waggons geschnappt und die bringen wir jetzt zur Schmelzhütte hier runter. Okay, er will hier hinten lang fahren. Ich möchte aber eigentlich hier lang fahren. Warum will er den längeren Weg nehmen? Moment. Mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt die Weiche nach rechts stelle, mache ich das nochmal weg. Ne, er möchte da lang fahren. Nö, ich möchte aber den kürzeren Weg rechts rumnehmen. Das geht auch. Das ist jetzt kein Grund, warum das nicht geht. Machen wir das mal weg und wenn wir dann hier auf der Höhe sind, dann versuche ich das nochmal. Oder wir biegen hier ab und dann müsste er ja den Weg erkennen. Und ja, fahren wir mal los, würde ich sagen. Ich habe nochmal aufgetankt, die Lokomotive nochmal repariert, gedreht und ja, auf geht die Reise. Schauen wir uns die Waggons nochmal an. Ups. So. Sieht dann doch eher aus wie Kohle, nicht wie Eisenerz, aber okay. Auch das ist, ja, ich sage immer Early Access. Wenn es Fehler gibt, Early Access. Übrigens, ich nehme das Video hier bereits am Donnerstag auf. Am Mittwochabend, Entschuldigung, nicht am Donnerstag. Und die Patch Notes, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, die haben die Bußgelder verringert. Und sie haben auch temporär diese Ereignisse, dass Bäume auf den Schienen liegen und liegen gebliebene Lokomotiven bzw. Züge auf deinem Gleis sein können. Das haben sie erstmal temporär abgeschaltet, weil das zu vielen Problemen geführt hat. Finde ich auch okay, dass sie dann sagen, dann schalten wir es erstmal ab, gucken da nochmal rein. Vollkommen legitim und vollkommen okay, wenn es da im Moment keine andere Lösung für gibt. Dann geht das halt nur so. Ja, das nochmal dazu. So, jetzt erkennt er auch den Weg. Hä? Er will zum Hauptbahnhof? Nein, ich will zur Schmelzhütte. Warum fährt er zum Hauptbahnhof? Muss ich hier drehen? Nein, ich kann doch hier reinfahren. Seltsam. Aber wir werden schon ankommen, hoffe ich. So ein bisschen. Ja, 190.000 Euro haben wir noch. Ist erstmal, ja, hört sich erstmal viel an, aber keine Ahnung, was hier eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, das Einzige, was man an Geld ausgeben muss, ist für neue Loks. Loks für die Mitarbeiter, Upgrades für die Loks, Sprit, Wartungskosten. Ja, ist doch so ein bisschen, ne? Cool wäre, wenn man sich irgendwann wie in ETS 2 halt auch so ja, Lokschuppen kaufen könnte, Depots, dass man da dann auch einfach hinspringen kann mit seiner Lok und sagen kann, hier, da möchte ich jetzt hin und dann fährt er wie bei ETS 2 halt automatisch darüber, wo man spart halt sich den Weg, die Zeit wird halt trotzdem dann berechnet, aber man hat nicht die manuelle Fahrzeit dahin, das wäre halt auch cool. Ich möchte geradeaus weiter. Ein sich nähernder Zug wurde entdeckt. Uiuiui, hier geht's aber bergab. So ein bisschen hier bremsen. Das Erz schiebt natürlich ordentlich von hinten. This track is occupied. Aber wir haben doch freies Gleis oben. Nein. Das ist einfach blöd. Also das ist schon so eine nervige Sache, die dringend, aber ganz dringend hier in Angriff genommen werden muss. Oben rechts steht freies Gleis, da kommt dann ein rotes Signal, du hast keine Chance mehr zu bremsen und dann kriegst du eine Strafe. Das ist doch einfach blöd und doof. Ich meine, wenn das jetzt wirklich nur noch 80 sind,
nachdem wir ja 2 Punkte da rein investiert haben, dann ist das ja. Das ist jetzt nicht spielentscheidend, aber es ist doch einfach blöd. Das ist einfach nervig. Bin mal gespannt, wann es das erste Mal regnet. Würde mich auch mal interessieren, wie das Ganze dann, also wie das grafisch umgesetzt ist. Jetzt haben wir wieder rot. Jetzt haben wir wieder grün. Befahrenes Gleis. Jetzt ist oben rechts rot, aber hier grün. Da vorne ist der Zug. Also das ist wirklich dieses Signalsystem. Auch wenn es eine Early Access Version ist, hat das kein Mensch getestet. Jetzt ist hier wieder nicht rot, aber hier oben rechts ist rot. Das ist für mich halt schon so ein bisschen... Wer hat das entwickelt? Hier ist ein Bahnübergang. Da nehme ich halt auch kein Blatt vor den Mund. Jetzt haben wir hier grün, oben rechts rot und bäm. Nee, keine Strafe. Da nehme ich, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund. Das ist einfach, das muss so schnell wie möglich gefixt werden, weil das mindert auch den Spielspaß. Das ist echt ein bisschen strange. Da frage ich mich wirklich immer, hat das kein Mensch getestet? Ist es nicht aufgefallen? Da kann mir ja keiner sagen, dass das jetzt erst im Early Access auftritt. Das muss schon vorher aufgefallen sein. Übrigens wurde auch die Zeit, zwischen der ersten und der zweiten Strafe vergehen muss, erhöht. Das bedeutet, wenn ihr jetzt die erste Strafe bekommt, und ihr begeht ein zweites Vergehen, was weiß ich, sagen wir mal, zwischen zwei Strafen muss 30 Sekunden sein, und ihr begeht aber das zweite Vergehen bereits nach 10 Sekunden, dann kriegt ihr keine Strafe dafür. Also da muss jetzt eine gewisse Zeit zwischen Strafe 1 und 2 vergehen, damit ihr erneut zur Kasse gebeten werdet. Das haben sie jetzt halt so erstmal, ja, gelöst. Wenn ich mich an die zweite Folge erinnere, da haben wir ja wirklich Strafen im Sekundentakt bekommen. Irgendwann ist das Bankkonto dann auch leer. So, jetzt sind wir aber aufs Nebengleis geleitet worden. Vielleicht können wir jetzt den Zug mal überholen, der uns da nervt. Jetzt auch schön Gas geben, bis 120. Ne, jetzt werden wir wieder rüber geleitet. Auch hatte jemand geschrieben, es ist auffällig, dass das Spiel einen immer auf das innere Gleis führt. Das Gefühl habe ich halt auch, wird in Kurven, wenn möglich, immer auf das innere Gleis geführt. Auch hier wieder, jetzt fahren wir wieder rüber, um dann in der Rechtskurve auf dem inneren Gleis zu sein. Also das Spiel berechnet dann immer den kürzesten Weg. Klar könnte man sich die Weiche jetzt auch immer auf das richtige Gleis legen. Aber dann entstehen zum Teil Probleme mit der Wegfindung. Wo auch immer der Zug jetzt hin ist, der vor uns war, aber anscheinend ist er weg. Mein Kaffee ist auch weg. Alle. Ich bin auch wirklich sehr ehrlich zu euch. Nach Folge 2 habe ich gedacht, ach du liebe Güte, das Spiel kannst du keine 5 Folgen spielen. Wenn dir da immer Züge auf deinem Gleis entgegenkommen und du 500 Euro Strafe pro roten Signal bekommst, obwohl ja eigentlich der Fahrtweg als grün angezeigt wird. Aber jetzt mit den relativ zeitnahen, also was heißt relativ, mit den sehr zeitnahen Patches jetzt, geht das Ganze. Ne? 80 Dollar Strafe ist ja nichts bei 190.000 Euro. 80 Dollar Strafe bei 190.000 Euro, genau. Natürlich 80 Euro Strafe bei 190.000 Euro. Dann geht das noch. So, hier wird es, glaube ich, jetzt nahe zum Sägewerk. Hier haben wir den Berliner Hauptbahnhof.
Aber wir müssen natürlich weiterfahren. Immer schön geradeaus. Ein Kommentar war auch, Anzahl der Städte wäre ein bisschen mau. Ja, das war von Anfang an auch so kommuniziert. Was nun? Ah, speichern. Das war ja von Anfang an auch so kommuniziert, dass erstmal nur Deutschland enthalten sein wird und alle weiteren ein sich nähernder Zug wurde entdeckt. Und alle weiteren Strecken dann nach und nach auch in andere Länder dazukommen. Also wir quasi noch in der vollen Entwicklung sind. Ich weiß, ich erzähle das ziemlich oft, erwähne das auch ziemlich oft, aber für einige scheint nicht klar zu sein, was Early Access bedeutet. Wir spielen hier quasi ein Spiel, was noch voll in der Entwicklung ist. Und dann darf man auch gewisse Dinge nicht ganz so ernst betrachten, sondern sich denken, ja, okay, da muss einfach noch entwickelt werden. Hier bergauf pfeift er auf dem letzten Loch. Unsere kleine Diesellok ist natürlich auch nicht, ne, realistisch, dass die Lok hier 120 schafft. Ein bisschen sehr viel für so eine kleine Diesellok. Na, jetzt lässt er uns aber hier auf dem äußeren Gleis. Und wir haben wieder rot. This track is occupied. Ach, es ist wirklich. Oh, ein Tunnel. Schau mal einer an. Einmal Licht an. Erste Tunnel. Oh, das ist auch schön, es wird lauter. Sieht auch schick aus. Muss ich auch sagen, hier im Tunnel gefällt mir auch, dass es lauter wird. Ja, ist so eine kleine Sache, aber. Und der Busch. Der Busch auf dem Gleis. Von Dorfteil Games abgeguckt. Das Signal ist aus, hier rechts. Es ist doch aus. Ich verstehe es nicht. Ich fahre einfach durch, weil wie soll man das raffen? Oben rechts befahrenes Gleis, das Signal ist aber aus. Manchmal hat man oben rechts freistehen, aber das. Na, hier haben wir grün. Da oben rot, Strafe, bam. Nee, keine Strafe. Auf was soll ich mich jetzt beruhen? Auf welche Aussage? Es ist, ja, ich meckere gerade viel, aber ja, weiß nicht, das ist wirklich, das stößt bei mir komplett auf Unverständnis. Aber wir fahren einfach durch. Ich meine, solange wir immer nur 80 Strafe bekommen, ist mir das recht. Und wenn das irgendwann mal gefixt wurde, dann halten wir uns auch an die Signalisierung. Anscheinend ist es kein befahrenes Gleis mehr, weil wir haben grün und kriegen auch keine Strafen mehr, wenn wir durch die Signale durchfahren. Aber wir sind jetzt auch gleich da. Wir sind jetzt auch gleich da. Schau mal einer an. Genau, dann werden wir hier rüber geleitet. Und dann können wir schon mal Kontakt aufnehmen zur Schmelzhütte. Hier mal weiter rollen lassen.
Und werden jetzt schon mal Kontakt aufnehmen. Dienste, liefern, Lieferung, Eisenerz. Sie haben 6 Waggons mit Eisenerz. Genau. So, zack. So, 6. Manuell liefern. Hier Berlin-Schmelzhütte. Wir erwarten Sie. Fahren Sie in die Station ein und zum ausgewiesenen Gleis, um den Vertrag durch Abkoppeln entsprechender Waggons zu erfüllen. Over. Yep. Aber was wir noch machen müssen ist, wir müssen noch sagen hier, zack, Dienste, Zugang. Yep. Weil sonst gibt es wieder Mecker vom Fahrdienstleiter. Einmal nach links. Kündige mich schon mal an. Und das war jetzt auch kein Auftrag an sich, kein Vertrag, sondern wir haben die Waggons da einfach abgeholt und konnten die jetzt zu jeder beliebigen Schmelzhütte bringen, wo wir Bock drauf haben. Das geht halt auch. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Es gab aber auch Äußerungen, zum Beispiel, gebt dem Spiel doch mal eine Chance. D-Rail Valley war am Anfang auch nicht das D-Rail Valley, was es jetzt ist. Yep, genauso sehe ich das halt auch. Immer mal abwarten. D-Rail Valley ist, glaube ich, jetzt schon seit über 2 Jahren im Early Access. Und ist jetzt auf jeden Fall, auch was die Optik angeht, viel, viel besser. Wobei ich sagen muss, das ist hier jetzt natürlich nicht das Problem. Aufgepasst hier auf Gleis. Machen wir einmal hier das Horn. Und bringen die Waggons hier zur Schmelzhütte. Keine Ahnung, wie viel Geld das gibt. 30.000, 40.000 jetzt. Schade ist halt wirklich, dass man nicht aussteigen kann. Davon bin ich eigentlich fest ausgegangen. So, einmal abkoppeln. Yep. Was? Pärchen? Jetzt abgekoppelt? Haben wir kein Geld bekommen. Enter Pärchen. Nach Schmelzhütte in. So, jetzt haben wir die wieder angekoppelt. Eigener Zug. Any Schmelzhütte. Genau. Any Schmelzhütte ist natürlich auch gut. So, jetzt entkoppeln. Das finde ich jetzt aber nicht so lustig. Jetzt haben wir die nicht mehr dran. Einmal koppeln. Nehmen wir nochmal Kontakt auf. Schmelzhütte, Dienste, liefern. Vertrag. Nö. Lieferung, Eisenerz. Sie haben 6 Waggons, genau. 6 Waggons, die Nummer 4. Automatisch liefern. Okay.
Jetzt geht's, okay. Muss man automatisch machen. 75.366 Euronen und eine Menge Erfahrung. Cool. Unternehmen, freigeschaltet im Level. Jetzt sind wir Rekrut. Stufe 3. Wieder ein paar Teile dazu bekommen. Das ist sehr geil. Eigene Fertigkeiten. Noch ein Punkt. Hier nochmal Bußgeld. Yep. Das ist immer gut. Und dann können wir uns bald schon die neue Lokomotive kaufen. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Genau, wollte ich euch ja zeigen. Geht jetzt hier auf die Schmelzhütte, dann geht ihr auf Dienste. Und dann könnt ihr hier auf Liefern gehen. Dann könnt ihr entweder Vertrag auswählen. Ne? Die haben wir im Moment keine. Oder ihr geht auf Lieferung. Da gibt es im Moment natürlich auch nichts. Gucken wir nochmal, ob wir hier genau Lagerhaus, Dienste übernehmen, Vertrag. Die haben auch keine Verträge und Lieferung haben sie auch nichts. Aber auf jeden Fall könnt ihr entweder Verträge annehmen über zwei, dann habt ihr ein spezifisches Ziel, wo das hin muss. Oder ihr geht auf Lieferung. Dann sagen die euch, ja, wir haben so und so viele Waggons, wie viel willst du haben? Und dann könnt ihr euch aussuchen, wo ihr das hinbringt. Das ist auf jeden Fall zwei verschiedene Varianten. Das können wir mal wegnehmen hier. So. Und dann können wir mal schauen, was wir in der nächsten Folge eventuell machen. Wir könnten... Ja, was könnten wir machen? Kraftwerk, okay. Die brauchen Kohle. Ah, ja. Auf der Farm gibt es ja hier Rinder oder Korn. Kohle, Kohle, Kohle. Gibt es denn Kohle? Im Wald kann man Holz holen. Stahlwerk braucht Stahl oder Kohle. Okay. Haben die denn jetzt hier schon was produziert? Nö. Noch nicht produziert. Die haben noch nichts produziert. Das wäre halt auch schön, dass man hier irgendwie sieht, was die so im Angebot haben an Verträgen. Ne? Das ist im Moment leider auch noch nicht so. Aber mal gucken, was wir in der nächsten Folge dann anstellen werden. Vielleicht fahren wir zum Wald, holen ein bisschen Holz und bringen das hier zum Sägewerk. Oder hier, wo haben wir hier eins? Haben wir hier irgendwo ein Sägewerk? Wald? Ölbohrturm haben wir hier auch. Wald, 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 Sägewerk. Hier haben wir in Nürnberg haben wir ein Sägewerk. Da könnten wir auch hinfahren. Das ist ja gar nicht so weit. Schauen wir mal. Jo. Für diese Folge war es das erstmal. Unsere zweite Lieferung. Diesmal war es Erz. Und wir gucken mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. Vielleicht kaufe ich mir auch in der nächsten Folge gleich hier die neue Lokomotive und gebe die hier einem Mitarbeiter. Und der kann dann auch für mich fahren. Aber mal schauen. Danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal eure Gedanken unten in den Kommentaren da zum Game, zu der Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.